Hallo zusammen, ich bin Sarah und darf heute sprechen mit Dr. Gregor Hagedorn, der unter anderem die Scientists for Future hier in Deutschland ja, mit initiiert hat, die ja die junge Fridays for Future Bewegung unterstützen. Außerdem arbeitet er in einer großen Forschungseinrichtung in Berlin. Darfst du auch gerne gleich noch ergänzen. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich, bei euch zu sein. Um vielleicht genau, direkt mit den Scientists for Future einmal einzusteigen, kannst du noch mal erzählen, wie es damals dazu kam, oder damals vor einem Jahr im Frühjahr 2019, Ja. die mit zu initiieren? Ja, also ich und ganz viele andere Kollegen sprechen ja seit vielen Jahren über Nachhaltigkeit und über die Probleme, aber hatten bis hin in die höchsten Ränge sehr bekannte Persönlichkeiten, zu denen ich jetzt nicht unbedingt gehöre, doch ganz häufig das Gefühl, dass man so gegen die Wand redet. Ne, man sendet die Botschaft, ja, Klimawandel ist irgendwie kein Kaffeethema, es ist kein Nebenthema, es ist nicht, nehme ich die Plastiktüte im Supermarkt oder nicht, oder nehme ich einen Plastikstrohhalm oder nicht, sondern das ist ein Thema, Biodiversitätsverlust, Klimawandel, Bodenverluste, allgemein die Nachhaltigkeitsfragen, auch die sozialen Nachhaltigkeitsfragen, das sind Existenzthemen unserer Gesellschaft. Und diese Botschaft, da blocken sehr viele Menschen, die können das nicht glauben, die möchten das nicht glauben. Und insofern, Greta Thunberg hatte damals sehr viel bewirkt. Wir haben das beobachtet, wir waren fasziniert, wir waren, diese jungen Menschen fanden ein Ohr und das war sehr gut so. Und dann kam aber diese Phase, wo irgendwo die jungen Menschen, weil sie jung waren, weil sie vielleicht noch SchülerInnen waren, auch diskreditiert wurden. Es wurde dann gesagt, ja, ihr könnt doch gar keine Ahnung haben, sowas muss man doch den ExpertInnen überlassen. Wir mussten da als WissenschaftlerInnen irgendwo sagen, stopp mal, also unserer Ansicht nach lesen diese jungen Menschen die wissenschaftlichen Berichte, zum Beispiel vom IPCC oder IPBES, sehr viel genauer. Die lesen die ziemlich gut. Und die Menschen, die sie nicht lesen, das sind genau unsere PolitikerInnen in den Parlamenten. Und da haben wir gesagt, das müssen wir bekräftigen. Wir müssen die quasi auch fachliche Qualität dieser jungen Menschen, dass sie das richtig lesen, das müssen wir bekräftigen. Es geht tatsächlich um Wissenschaft. Es geht darum, dass Dinge häufig seit 30, 40 Jahren bekannt sind, aber nicht in die politische Diskussion wirklich eingedrungen sind. Dass die Dimensionen von Risiko, die Dimensionen von Gefährdung, auch die Dimensionen von Lösungen, die vorhanden sind, aber nicht genutzt werden, nicht wirklich besprochen werden. Und da haben wir damals gesagt, da müssen wir jetzt als WissenschaftlerInnen quasi auch wirklich zeigen, mit unserem Namen dafür einstehen. Cool, ja, danke für den Hintergrund. Würdest du denn jetzt rückschauend, genau nach etwas mehr als einem Jahr sagen, dass dieser vielleicht Zusammenschluss oder dieses Zusammenkommen von den Scientists und den Fridays for Future dann auch mehr Gehör gefunden hat? Ich meine, du hast es ja selbst angesprochen, die Fridays for Future haben ihre Forderungen oft ja auf den wissenschaftlichen ja, Erkenntnissen aufgebaut. Dann kam diese Diskreditierungsphase, wo ja, angedeutet wurde, sie könnten nicht ernst genommen werden aufgrund ihres Alters oder wie auch immer. Und dann genau dieser Zusammenschluss, meinst du, dass vielleicht letztendlich es sogar aber dazu geführt hat, dass jetzt die Rolle der Wissenschaft oder auch ihr Einfluss in diese politischen Prozesse gestärkt wurde? Ich glaube, es gibt sehr viel Wissenschaftsberatung, es gibt viele Kontakte zwischen Wissenschaft und Politik, die auch durchaus gut funktionieren. Es ist nicht so, dass die Menschen in den Ministerien ahnungslos wären. Es ist eher eine Frage der öffentlichen Diskussion. Also das, was ich höre, auch im Gesprächen mit Abgeordneten, ist, dass sie sagen, ja, gut, das sind halt die WissenschaftlerInnen, die in irgendwelchen Beratungsgremien da kluge Sachen zusammen schreiben, aber das hat doch nichts mit der Realität zu tun irgendwie. Wenn wir sowas machen würden, dann würden uns die WählerInnen abwählen, die würden alle Gelbwesten sein oder AfD wählen oder sonst was. Das kann man halt nicht machen, ne?
Also das ist eher so der Diskurs auf der politischen Ebene, dass die quasi sagen, Wissenschaft ist für uns nicht so richtig wichtig. Für uns ist wichtig, was die WählerInnen wollen. Für uns ist wichtig, was die Medien treiben. Für uns ist wichtig letztendlich, dass die Menschen uns wieder wählen. Und das ist ja auch in gewisser Weise völlig korrekt. Du hast ja eben oft angesprochen, dass sich Entscheidungsträger vielleicht schwer tun mit einer mutigen Agenda, die die Erhaltung unserer Lebensgrundlage letztendlich unterstützen soll. Und auf einer Rede von dir bei einer der Demonstrationen hast du eben auch gesagt, in vielen Bereichen sind wir Menschen ja in der Lage, rational zu handeln, wenn es um unsere finanzielle Altersvorsorge geht zum Beispiel. Warum denkst du, fällt es uns dann so schwer in manchen Bereichen wie beim Verlust der biologischen Vielfalt oder dem Klimawandel, uns für ihren Erhalt einzusetzen, auch mit unserem individuellen Verhalten? Tja, es gibt ganz viele Gründe, aber ein Grund ist einfach, dass es eine sehr lange Tradition hat. Wenn wir jetzt mal wirklich biologisch nachdenken, wir sind ja in gewisser Weise stolz auf Nachhaltigkeit im Waldwesen, im Forstwesen, ne? Und dass wir dort eine Nachhaltigkeit erreicht haben. Wie haben wir die erreicht? Die Katastrophe war wirklich so gegen 1850. Da waren die deutschen Wälder durch die Holznutzung für Glasherstellung, Stahlherstellung, alles mögliche, Heizzwecke, extrem stark geschädigt. Und damals ist man auf die geniale Idee gekommen, doch jetzt Nachhaltigkeit im Forst einzuführen und stattdessen Kohle zu verbrennen. Mhm. Das ist der Ursprung der forstlichen Nachhaltigkeit, dass wir Kohle verbrennen. Wir haben wahnsinnig viele Energiesklaven im Einsatz. Das, was die Römer damals hatten, die hatten 400 Sklaven, um sich's gut gehen zu lassen. Da ging es den Menschen nicht so gut, das haben wir gut abgeschafft. Und stattdessen haben wir jetzt quasi Klimazerstörungssklaven im Einsatz für unser gutes Leben. An dieses Leben haben wir uns gewöhnt. Das finden wir normal, das ist eine Normalitätserwartung, so ist das. Und jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir das in Ordnung? Wir können nicht einfach zurückgehen. Wir müssen jetzt wirklich so in unbekanntes Territorium nach vorne blicken und das mit einer Geschwindigkeit, die den meisten Menschen Angst macht. Und da machen manche, ganz viele Menschen einfach zu und sagen, ja klar müssen wir was für Klimawandel tun, aber Hauptsache es kostet nicht viel, es tut niemandem weh und ich muss meine Gewohnheiten nicht ändern. Das ist quasi so der Rahmen, den unser Bauchgefühl uns setzt. Ich glaube auch, dass sich manche Gewohnheiten und Strukturen ja schon richtig auch institutionalisiert haben, wenn man sich die deutsche Straßenverkehrsordnung anschaut und der Vorrang für fließenden Verkehr zum Beispiel, der auch dort verankert ist. Genau, ist vieles dann sicher auch historisch gewachsen. Um vielleicht noch ein bisschen mehr konkret zu deiner Person zu kommen, fände ich spannend. Du hast dich ja auch viel mit biologischer Vielfalt beschäftigt. Ob du irgendwann einen Punkt hattest oder einen Aha-Moment, in dem dir klar geworden ist, wie groß eigentlich die Auswirkungen des Verlusts von Lebensraumvielfalt, Artenvielfalt und genetischer Vielfalt sind, auch für uns als Menschheit und Gesellschaft, abgesehen davon, dass es schade ist, dass der Kiebisbestand in Deutschland drastisch zurückgegangen ist in den letzten 20 Jahren. Ja, ich habe wirklich angefangen als ein begeisterter jugendlicher Naturschützer, übrigens nicht weit weg von dir in Münster, im Kreis Recklinghausen. Wir hatten eine fantastische Naturschutzgruppe vom damals noch Deutschen Bund für Vogelschutz. Ich bin auch in den Deutschen Bund für Vogelschutz eingetreten, bevor er sehr vernünftigerweise zum Naturschutzbund umbenannt wurde. Das war eine super Truppe. Aber damals war das lokal erfahren. Da war diese lokale Änderung, diese lokalen Verluste waren schon sehr lokal erfahren und auch sehr viel Optimismus eigentlich, dass man das mit lokalem und begrenztem und räumlich sehr fokussiertem Naturschutz doch sehr viel besser hinkriegen kann. Und dazu wollten wir beitragen. Die gesellschaftliche Dimension, wie stark unsere Gesamtgesellschaft auf eine Klimakrise, eine Biodiversitätsverlustkrise zusteuert, dass wir momentan bei allen beobachteten Populationen ungefähr 2/3 der Individuen verloren haben. Also egal, ob das jetzt irgendwie hochgefährdete Arten sind oder ob das weniger gefährdete, aber schon beobachtete, aus Forschungszwecken beobachtete Arten sind.
2/3 der Individuen weltweit von allen Populationen, von allen Beständen, die von WissenschaftlerInnen beobachtet werden, sind verloren gegangen in den letzten 50 Jahren. Und daraus folgt, dass eine gigantische Aussterbewelle auf uns zurollt. Wir haben die noch nicht erlebt, aber wenn wir nichts tun, dann kommt die, weil die Populationen, also sozusagen diese Abnahme, die führt ja letztendlich dann mit einer Verzögerung von vielen Jahrzehnten, vielleicht von 100 Jahren, in vielen Fällen zum Aussterben der Arten. Und da kommt jetzt noch momentan nochmal der Klimawandel obendrauf. Ja, auch ein wichtiger Punkt, dass Sie die Krisen für sich genommen ja nicht nur einzeln dastehen, sondern stark geknüpft sind. Genau. Und ich hatte vorher erwähnt, die Nachhaltigkeitsziele. Ich finde, das ist mir wirklich erst in den letzten 6 Jahren vielleicht so richtig klar geworden, wie krass doch die Verbindungen zwischen sozialen Fragen und Naturschutzfragen sind. Ich würde sagen, wenn wir in Afrika noch einen Teil der dort lebenden Tiere erhalten wollen, dann ist wahrscheinlich die wichtigste Aktion, dass wir für Frauenrechte und für eine Alterssicherung eintreten. Also in dem Moment, wo Frauen Bildung haben und Zugang, Beteiligung am Wirtschaftsleben, ändern sich die Welten in Afrika. Ohne das ist Afrika ein Katastrophengebiet vermutlich. Ja, die Bevölkerung ist momentan in Afrika wirklich auf eine Explosion eingestellt, von 1,3 Milliarden auf 2,6 bis 2050 und dann noch weiterlaufend vielleicht bis 5 Milliarden hoch. Da bleiben keine Naturschutzgebiete mehr übrig. Da kannst du noch so große Zäune drum bauen. Das ist eine soziale Frage. Das ist eine Frage dessen, wie die Menschen in Afrika selbst ihr Leben gestalten. Nicht, wie wir es ihnen gestalten, aber wie wir zum Beispiel von uns aus auch Rahmenbedingungen, Anreize geben für zum Beispiel Frauenbildung, Beteiligung von Frauen am Wirtschaftsleben, Alterssicherungssysteme und Ähnliches. Ob wir eine gerechte Weltwirtschaft haben, die dies ermöglicht. Ja, das ist Naturschutz. Aber wie gesagt, das wusste ich nicht vor 20 Jahren. Das wusste ich auch noch nicht, als wir Biologie studiert haben. Ja, aber ein sehr wichtiger und spannender Punkt. Ich habe auch neulich vom NABU, dem Naturschutzbund, den du eben auch schon angesprochen hast, eine interessante Veranstaltung gesehen, wo auch so die Hintergründe von Kaffee beleuchtet wurden und auch dort gezeigt wurde, wie viel ja auch für die Ökosysteme vor Ort getan wurde, dadurch, dass Frauen eingebunden wurden und selbstständig jetzt in die Produktion von Kaffee gehen können, was ja auch eine starke Rückwirkung zu uns hier in Deutschland als Kaffeeliebhaber ist und dass man selbst hier auch dann darauf achten kann, welchen Kaffee man kauft und dann es doch eben diese große Rückwirkung gibt auf allen Ebenen, wo wir die Wirtschaft, das Soziale und die Ökologie dann doch auch zusammenbringen an einem einzelnen Produkt. Genau, du hast es schon angesprochen, du hast Biologie studiert. Ich habe gesehen, dass du das gar nicht im Abitur hattest, zumindest nicht in deinen Kern-Abi-Fächern. Das klingt jetzt wie eine Frage. Habe ich das erst mal verraten oder wo hast du das her? Das habe ich mir gut erstalkt. Vielleicht war es auf einem deiner sozialen Medienprofile, wo ich das gesehen habe, genau. Weiß nicht, wie das steht. Ja, das klingt auch ein bisschen wie eine Frage in einem Bewerbungsgespräch. Dann aber die Entscheidung fürs Biologiestudium, wie kam das? Ja, es kam relativ plötzlich und das kam aus dem Naturschutz. Das kam daher, weil ich mich gefragt habe, was kann ich am sinnvollsten mit meinem Leben machen? Wo habe ich Fähigkeiten? Wo habe ich Spaß? Dann habe ich Biologie angefangen in Tübingen. Sehr spannend. Und war sehr zufrieden. Ich würde sagen, offensichtlich hat es dir gefallen, denn in einem ähnlichen Feld hast du später auch promoviert. Ich habe es jetzt unter dem Stichwort Biodiversity Informatics gefunden. Ja. Kannst du kurz erklären, wie man biologische Vielfalt und Informatik zusammenbringt? Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Ja, es gibt ganz viel Informatik in der Molekularbiologie. Also was mache ich mit DNA, was mache ich mit Proteinen und so. Und hier ist es aber wirklich die Frage, und das ist ja eine sehr praktische Frage,
was wissen wir denn? Was wissen wir über Natur? Wie können wir die vorhandenen Informationen so zusammenziehen, dass daraus Handlungswissen entstehen kann? In meinem Fall zum Beispiel ganz stark, wie können wir tatsächlich mehr Menschen dazu bekommen, Tiere und Pflanzen zu beobachten? Das heißt, diese sogenannte Bestimmung. Ja? Also wenn dir draußen ein Tier über den Weg läuft, nehmen wir jetzt mal ein Insekt, Eichhörnchen erkennen die meisten, aber nehmen wir ein Insekt, dann hängt da eben kein Schild dran, ne? Was das jetzt eigentlich ist. Und wenn ich eine Pflanze, eine schöne Blume sehe, dann ist da auch kein Schild dran. Es sei denn, man ist im Botanischen Garten, aber da sind die Gärtner auch so gemein und stecken die Schilder ganz häufig woanders hin, als sie eigentlich gehören. Und ja, das ist natürlich ganz einfach. Die klassische Methode ist ganz einfach. Du studierst halt diese Pflanzen- oder Tiergruppe 10 Jahre lang. Und anschließend gehörst du zu den 5 Menschen auf der Welt, die das bestimmen können. Und das war, viele Jahre lang war das mein Hauptarbeitsgebiet, zu schauen, wie kann man durch Einsatz von Computern diese Bestimmung, dieses Erkennen von anderen Lebewesen auf diesem Planeten zugänglicher machen. Dann werde ich demnächst an dich denken, wenn ich hier in Münster in die Rieselfelder fahre und meine Vogelbestimmungs-App dabei habe. Genau sowas. Ja, total spannend. Ich bin auch immer wieder überrascht, genau wie viele Angebote es inzwischen in dem Bereich gibt und wie leicht es dann auch ist, selbst wenn man, wie ich, ein totaler Laie, was Artenkenntnis angeht, dann neue Arten zu entdecken, und die Wahrnehmung ändert sich auch enorm, wenn man dann unterwegs ist draußen und auf einmal erkennt, welche Art da gerade vor einem herumfliegt oder hüpft. Genau, das finde ich tatsächlich faszinierend. Also daran erinnere ich mich, wenn ich das noch erzählen darf. Das war wirklich so mit 14, 15, als ich dann im Zusammenhang mit den Naturschutzaktivitäten beschlossen habe, dass ich vielleicht lieber Pflanzen mache als Vögel, weil ich nicht so gerne um 5 Uhr morgens aufstehe. Und dann hatte ich mir so Pflanzenbestimmungsbücher besorgt, und es gab ja auch Leute, die einem geholfen haben, und dann hat man das so selbst sich auch beigebracht, und sehr mühsam. Ich erinnere mich immer noch an diese Erleuchtung eigentlich, als plötzlich der Wegrand nicht mehr grün war und auch nicht mehr Gras, sondern dass da zunehmend mehr Freunde einem so entgegenwinkten und sagt Hallo, und ich sagte Hallo, schön dich wiederzusehen. Ja, das ist ja, es ist ein totaler Unterschied, wenn man ein bisschen Arten kennt, wie man Natur wahrnimmt, ob ich die als grün wahrnehme oder als Gras und Strauch, oder ob ich die Kornelkirsche erkenne oder die verschiedensten Arten, die in so einem ganz normalen Wegrand wachsen. Wunderschöne Ehrenpreisarten, man muss ein bisschen nah dran gehen, aber dann sind sie wunderschön. Und das geht mir bis heute so. Also wenn ich so irgendwo rumgehe, dann sehe ich da halt Dinge, deren Namen ich kenne. Und das wünsche ich ganz vielen Menschen, so eine Beziehung zur Natur, dass man sie einander vertraut ist. Das ist so der Unterschied, ob du auf eine Party mit Freunden gehst, wo du irgendwie 20 Freunde wieder siehst, die du kennst, oder ob du irgendwo durch den Hauptbahnhof latscht und hast da 200 völlig unbekannte Menschen an dir vorbeistehen. Das ist natürlich eine ganz andere Beziehung, die man wirklich zur Natur aufbaut, wenn man das Gegenüber mit Namen ansprechen kann. Ja, Bahnhof war auch ein gutes Stichwort. Da musste ich selbst auch an eine Situation denken, als ich mit befreundeten Jugendbotschafterinnen von der UNDK da einmal am Bahnhof stand und wir auf den Zug gewartet haben, und die meisten drumherum hatten im Kopf, wird der Zug pünktlich sein? Wann fährt er endlich ein? Und bei den Bekannten angefangen haben, festzustellen, welche Arten gerade am Wegesrand noch dort an diesem Bahnhof irgendwie wachsen und zum Teil im Gebüsch verschwunden sind, um noch eine bestimmte Schwebfliege zu fotografieren, und irgendwie total Freude hatten einfach an dieser Wartezeit am Bahnhof. Und musste ich gerade direkt dran denken. Zum Abschluss haben wir aber auch wieder ein bisschen den Bezug zur Informatik im weitesten Sinne haben. Wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, hast du das Smartphone dabei oder nicht? Ja, habe ich dabei. Da stehe ich voll zu. Wir haben alle möglichen Probleme mit der Digitalisierung, aber die Digitalisierung ist auch eine wahnsinnige Chance für uns alle. Und wirklich für alle Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, wir
Eine unserer größten Probleme ist, dass wir die Welt immer mit den Augen unserer Erfahrung, unserer Kindererfahrung sehen. Das sind eben meist behütete Verhältnisse. Ich versuche die Welt so oft wie möglich mit den Augen von Menschen zu sehen, die gerade aufsteigen und bei denen es möglich ist, dass jedes Familienmitglied jetzt eine Zahnbürste hat und dass sie zwei Fahrräder in der Familie haben und die stolz darauf sind, dass ihre Kinder lernen können und dass es eine einzige LED-Glühbirne gibt, die das ermöglicht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss und nochmal irgendwie Gedankenanstoß für dieses Gespräch. Auch nochmal die Verknüpfung von dem Thema Digitales und den ganzen Nachhaltigkeitsthemen, über die wir jetzt sprechen konnten. Vielleicht auch ein bisschen mit der Hintergrundbotschaft, es ist nichts, was einfach passiert, sondern was auch mitgestaltet werden kann und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Damit ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Dankeschön, war sehr nett mit dir.